Dankeschön, Dankeschön. Weg mit den Klampen. Danke, Anselm. Hier ist Ali Wagner. Hallo. Deutschland, Berlin, 2021, August. Wie sieht's aus gerade? Wir machen uns das Leben ein bisschen schöner mit Gitarrenmusik, mit schönem Geplänkel als Einleitung, wollen aber über etwas, vielleicht eventuell ernstere Themen sprechen. Heute hier im Wohnzimmer-Talk. Mein Gast brauche ich, glaube ich, nicht vorzustellen, Anselm Lenz. Allgemein bekannt in der Republik, Herausgeber des demokratischen Widerstands. Heute bei mir zu Gast. Hi Anselm, ich freue mich absolut super. Extrem. Freude ganz meinerseits. Hallo Alexander Wagner, freut mich sehr. Wir freuen uns jede Woche, dass du einige Texte aus unserer Zeitung von einigen Autorinnen und Autoren einliest und die dann als sogenannter Podcast, im Grunde als Audio oder als Lesung, dann vorliegen und für jeder Mensch abrufbar sind. Und das mache ich super gerne. Das ist, macht mir super Spaß und ist auch eine Ehre für mich, dass ich das machen darf. Ehre ganz unsererseits, dass du das übernimmst und natürlich umso wichtiger noch, dass du Eltern stehen auf mitgegründet hast und das weiter voranbringst. Das ist auch was, was wir nur mitbegleiten oder schauen, dass wir auf dem Laufenden bleiben und dass der Kontakt gut vorhanden bleibt. Und da gibt es jetzt auch eine Nachricht im Sinne davon, dass der Konzern Pfizer jetzt vor einigen Tagen erklärt hat, dass er auch an Fünfjährige dran will. Also jetzt auch von 12-Jährigen runter auf 5-Jährige. Das heißt, in letzter Konsequenz werden jedes menschliche Lebewesen irgendwie in ihre Finger zu kriegen versuchen für ihre experimentelle Gentherapie. Denn eine Impfung ist es ja gar nicht. Wir sind da ja schon direkt im Thema drin, in den ganz knallernsten Themen der heutigen Zeit, ganz genau. Ja, Bill Gates hat ja gesagt, 7 Milliarden Menschen. Und wenn er das sagt, dann meint er das wahrscheinlich auch so. Und das beinhaltet ja auch die Minderjährigen, die unter 12, unter 5-Jährigen, alle eben. Ne? Auch Experimente an Säuglingen, Studien werden ja auch betrieben. Ja, da sind wir schon mitten im Thema drin, ganz genau. Was ich mit dir heute vorhabe, ist einerseits eine Bestandsaufnahme der heutigen Situation, ganz aktuell. Wie sieht es aus? Wir haben ja auch den 29., 28., das Wochenende, vor der Nase. Wie sieht es aus im August? Jetzt im Moment ist es noch schön Sommer draußen. Man hat ein gewisses Freiheitsgefühl. Aber es ist eigentlich für jedermann sichtbar und auch schon angekündigt. Es wird auch bald mal sich damit haben. Was ich das Gefühl habe, so die Regierung, das Regime zieht die Schlinge immer enger, immer enger. Und macht das auch relativ fix, setzt die Pläne ganz fix um, in fast Überrumpelungstaktik. Das heißt, da bleibt dann fast keine Luft zum Atmen. Wir haben eine Maßnahme nach der anderen angekündigt. Und es geht hauptsächlich darum, man soll sich impfen lassen. Ansonsten hat man nicht mehr viel Spaß, darf dann nicht mehr viel Sachen teilnehmen. Ich würde gerne mit dir ausloten, wie sollen wir uns verhalten? Viele Menschen sind sehr, sehr verängstigt. Es gibt ja bei solchen Angriffen immer diese beiden Reaktionsmöglichkeiten, Flucht oder Angriff. Vielleicht noch ein bisschen das in die Deckung gehen. Habe ich übrigens das Gefühl, dass es die meisten machen, in diese Deckung gehen und denken so, dass der Kelch wird schon an mir vorbeigehen. Wie schätzt du die Lage ein gerade im Moment? Na, es zeichnet sich neuerlich ab, dass die das durchziehen wollen wie auf Schienen gesetzt und uns nicht sagen wollen, was sie grundsätzlich vorhaben. Das Recherchieren versuchen wir herauszufinden, aber in letzter Konsequenz wissen wir auch nicht, wohin die uns führen wollen. Es steht begründetermaßen im Raum, das wäre die absolute Horrorvision, dass die eine sogenannte Bevölkerungsreduktion durchführen wollen. Das wäre ein Euphemismus dafür, Millionen und Abermillionen von Menschen direkt umzubringen und noch eine viel größere Zahl unfruchtbar zu machen. Könnte ich da kurz einhaken? Was wäre denn deiner Meinung nach oder wie, was wäre die Erklärung für dieses Vorhaben? Na, also das, sozusagen der Begriff Überbevölkerung wurde aufgebracht von Umwelt- und ressourceninteressierten Milliardären schon in den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Man ging also davon aus, dass Menschen irgendwie zu viel sein können auf der Erde. Dagegen haben sich natürlich sofort auch damals schon gewehrt christliche Kirchen, insbesondere die Katholiken, Menschenrechtler und Leute, die sagen, nein, also kein Mensch ist zu viel. Auch fortschrittliche Leute, die sagen, naja, man muss sich irgendwie schon vielleicht um Familienplanung kümmern und vielleicht auch weltweit um Familienplanung kümmern, dass Leute irgendwie die Entscheidung sinnvoll treffen können, wann sie Eltern werden wollen, wie viele Kinder sie haben wollen, wann, in welcher Phase des Lebens das sinnvoll ist, dass sie das auch gut bewältigen können. So, und sozusagen, was wir zuletzt erlebt haben, also darunter war zum Beispiel auch dieser Milliardärs- und Wissenschaftlerclub Club of Rome, den ich so ein bisschen kenne, einige Wissenschaftler davon,
die tatsächlich sagen, also klimamäßig, umweltmäßig sieht es düster aus, aber die haben über die Jahrzehnte, die haben den Begriff auch verwendet, übergeführt, ne? Aber den wurde über die Jahrzehnte abgewöhnt, zum Beispiel abgewöhnt, diesen Begriff zu verwenden und sich eben einem humanistischen Weltbild, das den Menschen ins Zentrum stellt, dann wieder zuzuwenden. Obwohl, also ich habe mit diesem Club nicht, sonst nichts weiter zu tun, also immer eine partielle Zusammenarbeit, habe ich zwei, drei, vier Wissenschaftler aus diesem Zusammenhang mal getroffen und eine Sache mit eingebunden hatte. So. Also das war eine lange Entwicklung. Und genau, um es runterzubrechen, also es gibt elitäre Leute, vielleicht auch einfach wirklich Wahnsinnige, die der Ansicht sind, es gäbe eine massive Überbevölkerung und ja, das Pack kann weg. Als Arbeiter brauchen wir sie auch nicht mehr groß. Vieles von denen haben wir jetzt eh schon in den Report angegeben. Ansonsten, wie Bill Gates das ja auch implizit schildert, ich sage jetzt mal ganz salopp, die fressen nur und scheißen nur. Der beschäftigt sich ja zum Beispiel auch sehr stark damit, was mit Fäkalien gemacht wird und so weiter. Es hätte er fast eine irre Fixierung darauf. Und zwar nicht auf das Thema Kanalisation und Hygiene, das ist natürlich wichtig und sind große Errungenschaften, die im Wesentlichen auch dann im 18. und 19. Jahrhundert dann also durchschlagen, die in den Städten dann umgesetzt wurden von den Menschen selbst. Sondern irgendwie da gibt es so Fixierungen. Und man macht sich irgendwie Gedanken darüber, warum sind wir so viele und was machen die eigentlich alle? Warum fühlt sich dem offenbar irgendwie überlegen? Und solchen Leuten ist möglicherweise, das ist jetzt eine Unterstellung, aber die ist ja eben begründbar und sogar auch ableitbar aus verschiedenen Schriften und so weiter von diesen Leuten, womöglich zu befürchten, dass die der Ansicht sind, das müssen weniger sein. Diese Leute nerven, die machen ja nur Stau und die sind zu viele und da muss man die eben retten. Ist das Also man nicht muss die auch? Menschheit retten und dafür Menschen umbringen. Das ist übrigens ein ganz altes Prinzip. Also man muss was ganz, ganz Schreckliches machen. Das dachten die Nazis auch. Sie würden das Allerbeste für die Menschheit und für die Leute überhaupt tun, indem sie einfach ihre Wahnsinnigkeiten da durchsetzen können. Oder auch bestimmte Verirrungen im Russland des 20. Jahrhunderts und so. Da dachte man auch schon, mal in den 20er Jahren müsste irgendwie die Blutbahn der Leute rein, damit die irgendwie ihre Brüderlichkeit endlich mal erkennen und solche mechanistischen Wahnsinnigkeiten, die eben mit dem humanistischen Weltbild überhaupt nichts zu tun haben, finden sich in allen möglichen Ideologiefragmenten auf. Unter dem Stichwort Great Reset kann man ja auch verstehen, wir setzen das alles mal zurück. Das bedeutet Kapitalismus, ewiges Wachstum, Wachstum, Wachstum ist ja irgendwo nicht ganz natürlich, haut nicht hin letztlich. Das wissen die sicherlich auch. Und vielleicht denken sie sich auch, wir setzen das alles mal runter und können dann nochmal von neuem starten, auch mit dem Wachstum. Und das ganze Spielchen nochmal von vorne losdrehen, weil es sonst nicht weitergeht. Das scheint wohl ein Teil davon zu sein. Und da ist ja insofern, also da ist ja auch was dran. Nur ist da immer noch eine Frage, wer das umsetzt und auf welche Art und Weise. Also wäre, man stelle sich vor, im März 2020 kommen die G20 auf eine Weltbühne im Zuge einer Konferenz. Den Trump lassen Sie kurz mal am Rande stehen, der hätte da wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht mitgemacht. Oder sie mögen ihn nicht, ist ja auch gleichgültig. Auf jeden Fall, diese G19 stellen sich dahin und sagen: Also, Leute, uns kracht mal wieder der Finanzmarktkapitalismus zusammen. Ihr wisst, es gibt Ressourcen- und Umweltprobleme. Ihr wisst auch, ihr könnt uns im Grunde nicht mehr leiden. Wir können ja kaum noch 30 Meter durch irgendein Viertel gehen, nicht durchs reichen Viertel, nicht durchs armen Viertel, ohne dass wir mit faulen Eiern beworfen werden. Dafür scheint es ja Gründe zu geben und die gehen wir jetzt mal an. Und zwar einen nach dem anderen und gebt uns bitte dafür 3 Jahre Zeit, in denen werden ein paar Sachen ein bisschen komisch laufen. Und die Jugend der Welt hätte diesen Leuten zugejubelt. Also den Merkels, den Blair ist ja zum Glück nicht mehr da, aber den Boris Johnsons dieser Welt und so weiter. Den wäre zugejubelt worden von 5 Milliarden unter 40-Jährigen auf der ganzen Welt, die gesagt hätten, ja, wir wissen das. Also wir leben darin, dass alte Träume ausgeträumt sind. Wir versuchen da irgendwie drumherum oder drüber weg oder drunter durch irgendwie trotzdem noch ein gutes Leben zu haben. Und es ist auch nicht alles ganz schlimm, aber es ist tatsächlich an der Zeit, ein paar Entscheidungen zu treffen. Und wenn dann Politiker sagen, ja, wir öffnen uns für euch und gebt uns 3 Jahre Zeit, um jetzt ein paar Sachen neu einzurichten, und wir wollen das auch mit euch machen, also für die Völker, für die Leute. Also, und das bedeutet eben im Wesentlichen Arbeiterschaft, Arbeitslose, Mittelstand. Dann hätten die Leute ein gigantisches demokratisches, im Grunde Plebiszit bekommen,
Aber das haben sie eben nicht gemacht. Stattdessen haben sie sich für eine gigantische Lüge entschieden, die offenbar auch schon gut vorbereitet wurde, spätestens seit dem Jahre 2008, 2009, also dem vormaligen US-Finanzmarktkapitalismus-Zusammenbruch, wurde das also konkret offenbar eingeübt und durchgeführt, also das jetzt nochmal in diesem riesigen, verstärkten Maßstab im Vergleich zur Schweinegrippe-Hoax jetzt so groß aufzupumpen. Haben sie was daraus gelernt, auch die entscheidenden Leute kalt zu stellen, von vornherein, das mit einzuschließen, dass diese Wege dann nicht gegangen wären, über das Europaparlament oder was das damals war von Herrn Bodak. Genau, dass das alles ausscheidet, dass es safe ist und eben noch mehr Leute in Medien platzieren und so weiter und das Ganze dann noch hermetischer machen. Also das während des Homeoffice-Regimes habe ich ja quasi auch meinen Job verloren, weil ich gefragt habe, wollen wir nicht mal hier irgendwie die Gegenstimmen veröffentlichen? Also hier das, was sozusagen RKI Regierungs- und Konzernmeinung ist und das hier also zudem schon im März 2020 aber Dutzende von Gegenstimmen, also wirklich berufener, höchst anerkannter Wissenschaftler. Also das, was man die Wissenschaft nennt, die unabhängige Wissenschaft, nicht die Wissenschaft, die irgendwie im Auftrag von irgendwem jetzt hier nochmal einen Gefälligkeitsgutachten. Welcher auch ein großer Teil ist, das darf man nicht vergessen. Ne? Es gibt ja eine riesige Anzahl von Wissenschaftlern, die sich nicht den Mund verbieten lassen. Professor Sofer sagt, die ist nur einer von jenen. Es sind aber Tausende, ungezählt, also es sind alleine Zehntausende in Deutschland, wenn man jetzt so Ärzte haben im Grunde eine handwerkliche Ausbildung gemacht, also die Tätigkeit ist recht handwerklich, aber das Studium ist ja dann doch, hat ja doch einen riesigen wissenschaftlichen Anteil und zuletzt sind ja 23.000 Ärzte alleine jetzt aus dem Impfregime ausgestiegen. Also es gibt diesen redlichen Anteil, das heißt, wir sind auch womöglich gar nicht mehr die Minderheit. Wir waren von Beginn an sogar laut ARD Brennpunkt 33% in Deutschland. Wir sind schon im April 2020. Ja. Wir sind seither sicherlich nicht weniger geworden. Wir hatten seither einfach auf ganzer Linie recht. Also mögen wir damals noch Schwarzmaler gewesen sein, so schlimm will doch die Regierung uns da nicht angehen und so. Das wird schon irgendwie hinkommen. Und da habe ich übrigens auch Verständnis dafür, dass man davon zunächst mal ausgeht. Sogar bis heute noch, nur da muss man eben tatsächlich mal selber zum Faktenchecker werden und diesen Intelligenztest bestehen oder ihn überhaupt erstmal annehmen und sich selber informieren und Dinge in eine eigene Balance bringen. Dazu ist es auch nicht zu spät, auch nicht für Regierungsmitglieder, auch nicht für Leute, die bei der Polizei oder sonst wie in der Exekutive arbeiten oder die in Gesundheitsinstitutionen das ganze Ding irgendwie vollstrecken sollen für Regierungen und Konzerne. Auch die können diese Entscheidung, müssen es sogar für sich selber dann verantworten können. Und wenn eine Antwort begründetermaßen mit einem Nein ausfällt, also kann ich das verantworten, will ich das machen, ja, nein, und dann man doch eher zum Nein tendiert und dann auch die Entscheidung, nein, ich bleibe bei diesem, ich setze jetzt dieses Nein oder ich bleibe auch bei diesem Nein, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung und richtig. Und dazu kann dann auch jeder stehen und da muss man vielleicht irgendwie ein paar Angriffe aushalten, aber das geht auch. Mhm. Also wenn man einfach sagt, nee, ich habe jetzt hier eine Entscheidung für ein Nein getroffen, denn mit einem Nein verbaue ich ja nie jemand anders irgendetwas. Mhm. Ein Nein ist im Grunde etwas, dafür muss man auch gar nicht mutig sein. Mhm. Da kann ich nur sagen, nein, ich möchte das lieber einfach nicht machen und dieses Nein steht auch. Ich finde, weil ich es einfach nicht richtig finde. Vielleicht finde ich es ja in 10 Jahren richtig oder so, aber du kannst mir jetzt auch sagen, das muss jetzt aber sofort und Zeit drängt und so weiter, aber so haben Mächtige immer operiert und um die Leute Sachen machen zu lassen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen oder die sogar schaden. Nein ist eine defensive Haltung und das kann man, sowas kann man auch gut durchhalten. Hältst du es denn noch für realistisch, dass mittlerweile nach 1,5 Jahren Corona-Regime noch es Menschen gibt, eine größere Menge von Menschen, die sich es jetzt noch anders überlegen, wo es vielleicht noch eine rote Linie gibt, die jetzt erst erreicht wird, vielleicht mit dem Thema Impfpflicht, Zwangsimpfung etc., die bisher noch stillgehalten haben, die gesagt haben, ja, ich kann das alles noch einordnen, ja, das ist schon noch alles okay. Oder ist es eher so, man hat so sein festes Weltbild von Anfang an sich entschieden für eine Seite, wenn man den vom System vorgebrachten Theorien sozusagen Glauben schenkt, dann ist man da seit 1,5 Jahren drin und dann gibt es eigentlich auch keinen Weg mehr zurück. Weil wenn man jetzt die rote Linie überschritten sehen würde und sich jetzt dann entscheiden würde, die Seite zu wechseln, müsste man sich Fragen stellen, müsste man sich selbst hinterfragen, ganz viele unangenehme Fragen stellen. Einige müssten das sicher und werden das auch tun, aber sie sind ja willkommen auf Seiten
der Demokratiebewegung, die vielgestaltig ist, aus vielen Organisationen besteht. Also man muss sich nicht unbedingt irgendwie ein, es gibt da nicht einen Hauptstrom und da sind irgendwie alle genau einer Meinung, sondern da kann man sich auch was aussuchen. Und da ist man immer willkommen, wenn man sagt, na, ich bin jetzt eine ganze Strecke da mitgegangen oder ich habe mich zurückgehalten, aber jetzt möchte ich aus der Deckung kommen, weil jetzt ist eben meine rote Linie überschritten. Und vorher hatte ich im Grunde so der Annahme, naja, es wird alles in allem irgendwie schon gut sein, was Merkel und die Konzerne für uns machen. Jetzt bin ich dieser Ansicht nicht mehr. Das sind übrigens auch ganz viele. Wir erleben jetzt im August 2021 nochmal einen massiven Zulauf bei allen Organisationen der Demokratiebewegung, weil jetzt geklingelt wird für den nächsten dunklen Winter und die Leute, viele Menschen jetzt aber tatsächlich sagen, also das wird mit mir dann aber auch nicht zu machen sein. Punkt eins. Punkt zwei ist, dass sozusagen die versprochene Erlösung, die ja schon im April 2020 quasi aus dem Fenster gehängt wurde, ja, ihr müsst da irgendwie dann irgendwann einmal zur Impfung, dann ist der Sturm vorbei. Wenn wir genug Impfstoff haben, jeder hat sein Impfangebot, dann ist alles vorüber. Und wie wir damals schon wussten und es auch sagten, soweit wir es belegen konnten, wir haben das Ganze natürlich auch immer unterlegt, in zum Beispiel 59 Ausgaben der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, auch viele andere haben sich verdient gemacht, das zu belegen. Aber wie sich jetzt eben auch bewahrheitet hat, nein, das ist nicht der Fall. Es geht weiter. Es geht weiter und diese Impfungen sind keinesfalls irgendwie wir sagen mal eine Kleinigkeit. Genau, diese Fake-Impfungen sind durchaus gefährlich. Menschen sterben daran in großer Zahl. Menschen haben daran in sehr großer Zahl sehr, sehr schädliche Nebenwirkungen. Und wir wissen überhaupt noch gar nichts über die Langfristfolgen. Meistens zu lesen auf Seite 3 im aktuellen, jeweils aktuellen demokratischen Widerstand Markus Fiedler. Exakt, Diplombiologe und Leiter des Ressorts Naturwissenschaft. Wir haben auch viele andere Expertisen in diesen 59 Ausgaben. Im Grunde auch ganz viele bei uns zuerst gehabt. Soll sich zwar nicht selber loben, aber wenn es so ist, dann ist es so. Kann man es auch sagen. Von allen möglichen Seiten das Thema untersucht, weswegen wir auch wirklich sagen können, wir können dazu Aussagen kommen. Wir können einfach auch über einige Felder des Corona-Regimes abschließende Aussagen treffen. Hier verhält es sich so, hier verhält es sich so. Hier wissen wir noch nicht alles abschließend und hier können wir nur spekulieren. Das weisen wir dann auch jeweils aus. Aber was wir jetzt also wissen, diese Impfungen schützen nicht vor Infektionen, ganz im Gegenteil. Jetzt ist in den Medien, auf den Propagandakanälen ist die Rede davon, dass jetzt so Impfdurchbrüche, als wären das irgendwelche Seltenheiten. Also dieses Zeug hilft überhaupt nicht gegen irgendwelche Infektionen. Das glauben die wenigsten. Das glauben die wenigsten also, und das glaubten auch übrigens vorher schon die wenigsten, die irgendwie mitgemacht haben, die einfach ihre Ruhe haben wollten, okay, also diese Spinner wollen uns hier, die haben irgendwie ein Problem und ja, okay, der US-Finanzmarkt ist zusammengekracht, aber ich will halt einfach nur meine Ruhe haben, das ist jetzt irgendwie jetzt ein Dreivierteljahr, wird es jetzt komisch und erstmal war es ja für viele dann doch auch so ganz lustig, man bleibt irgendwie zu Hause, kommt man zum Renovieren, kommt man zur Ruhe, zum Keller aufräumen und so weiter. Aber das, also sozusagen, das hat sich nicht eingelöst, dass das irgendwie so ein Befreiungsmoment ist und naja gut, die müssen da irgendwie ihren Saftladen reparieren und dann leben wir halt einfach irgendwie weiter und vielleicht machen sie ja sogar ein paar sinnvolle Umweltschutzmaßnahmen. All das ist nicht geschehen, es hat nichts mit Umweltschutz zu tun, es hat nichts mit Arbeitszeitverkürzung zu tun, es hat nichts damit mit sozialem Ausgleich, also Lohnerhöhungen für Leute, die Geringverdiener sind, zu tun. Nichts in dieser Art. Es geht einfach um eine ultraautoritäre Neuformierung der Gesellschaft von oben, die nicht in unserem Sinne ist. Womöglich geht es auch noch um den größten Völkermord, den es jemals gegeben hat. Das Letzteres ist im Moment noch ein Gerücht, dass aber Menschen bereits sterben, weisen wir nach, gibt die Gegenseite ja auch zu. Und die Dunkelziffer wird extrem viel höher sein, weil, auch das haben wir nachgewiesen, dass das Corona-Regime lügt schlechtweg. Und zwar von A bis Z in einer Salamitaktik. Und deswegen ist es jetzt auch an der Zeit, nicht immer sozusagen immer nur noch neu alles durchzugehen und welche, und jetzt Studie X und Y, sondern wir wissen jetzt, dass das ein Programm ist, das hier abgeschrieben wird, das mit der Strategie der Salamitaktik uns präsentiert wird, damit wir uns so dran gewöhnen und dass es dabei nicht um Umweltschutz geht oder um irgendwelche Maßnahmen, die dann doch zu unserem Besten werden. Es sollte ein Krieg, der gegen uns geführt wird. Es sollte um Gesundheit gehen. Ja.
Es sollte im Endeffekt, hieß es, glaube ich, um Gesundheit gehen und es ist sowieso alles eine Farce. Ich denke, das kann man schwerlich noch anders beschreiben. Wir haben jetzt erkannt, dass es nicht mit dem ersten Pieks, mit dem kleinen Pieks dann erledigt ist. Das wissen jetzt auch viele, die gepiekst wurden. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass mehr Leute erkennen, was hier gespielt wird. Und solche Leute habe ich selber auch sehr viele schon getroffen, die sich haben pieksen lassen. Entweder sie hatten Nebenwirkungen und haben sich überlegt, ob sie noch ein zweites Mal gehen. Das ist ja noch notwendig. Und dann noch das dritte und vierte und unendlich oft. Viele haben verstanden, dass es nicht mit dem zweiten Pieks getan ist, sondern dass der dritte, vierte immer noch erforderlich ist und kein Ende absehbar ist. Und es geht um Kinder. Das heißt, da ist auch für viele Eltern jetzt langsam eine rote Linie erreicht. Es gab zwischenzeitlich dieses Spielchen mit der STIKO. Das schien mir so, als sollte da so eine Polarität aufgebaut werden. Die bösen Politiker, die wollen, dass die Kinder geimpft werden. Die STIKO arbeitet aber streng dagegen. Und dann wurde das so dargestellt in den Medien. Die STIKO ist doch viel kompetenter. Und wenn die sagt nein, das heißt, man wurde so darauf eingelotet, auf die STIKO noch mehr zu hören. Und dann war eigentlich relativ klar, nach 2, 3 Wochen kippt die dann um. Und ja, dann ist es wieder ist es eine psychologische Kriegsführung, davon können wir ausgehen. Und viele Eltern denken dann, na gut, wenn die jetzt nochmal so geforscht haben und nochmal überlegt haben, na dann wird das ja jetzt wohl seine Richtigkeit haben. Ich war übrigens selber in der Abendschau RBB unerkannt, nicht als ich selbst, sondern als besorgter Vater und wurde da interviewt. Und das, was ich durchbringen konnte, war immerhin, dass ich die Entscheidung selber treffe und weder Ja. STIKO noch Politiker für mich entscheiden, sondern ich bin der Sehr Vater gut. meiner Kinder und ich Ja. muss das auch verantworten, ein ganzes Leben lang, was ich mit denen auch treibe und was ich ihnen in den Körper spritzen, injizieren lasse. Immerhin haben sie das gesendet, hat mich erstaunt. Das ist also wieder ein kleiner Beitrag gewesen. Ich hoffe, dass viele Eltern da nochmal ganz doll in sich gehen und dass vielleicht das Kinderthema auch nochmal ein bisschen mehr in den Mittelpunkt, in den Fokus gerät und vielleicht auch viele dazu bewegt, nochmal genau zu gucken, weil da geht es dann doch ein bisschen mehr um Gefühle. Ich denke, Eltern lieben ihre Kinder und haben ganz tolle Gefühle für ihre Kinder und können vielleicht irgendwann nicht mehr einfach so drüber hinwegsehen, dass diese Maskenpflicht jetzt wieder verlängert wird. Das sorgt für enormen Widerspruch. Bei vielen Erwachsenen fällt das weg. Kinder müssen sich testen lassen, 3-mal die Woche, sind negativ, müssen dann Masken aufsetzen. Der ganze Wahnsinn. Allein schon dieser logische Fehlschluss ist so offensichtlich, dass es eigentlich für jeden einigermaßen normal ausgestatteten Menschen ganz klar wäre, nach Fragen zu stellen und vielleicht mal einen Protestbrief zu schreiben oder wenigstens sich zu erheben, nicht mehr alles blind mitzumachen. Wie beurteilst du die Stimmungslage gerade im Moment? Wie sind unsere Chancen? Wie ist die Dynamik in der Bevölkerung? Viele haben einfach gelernt, sich wegzuducken und abzuwarten, nicht aktiv zu werden. Das scheint ja auch in Deutschland vielleicht noch verbreiteter als wir gucken Nachbarländer Frankreich, wir gucken Italien, wo man auch hinguckt, sind die Leute etwas temperamentvoller unterwegs als hier in Deutschland. Für das Jahr 2021 gilt das, dass es also ganz erheblichen Widerstand gibt. In Frankreich zum Beispiel landesweit, jedes Wochenende in allen Provinzhauptstädten und in der Hauptstadt Paris. Das sind Millionen, die da jedes Wochenende auf den Straßen sind. Das ist bei uns aber auch der Fall. Wir sind Hunderttausende von Woche zu Woche. Wir drucken ja jede Woche den sogenannten demokratischen Kalender in unserer Wochenzeitung immer auf Seite 6. Das sind die Termine, die uns mitgeteilt werden oder von denen wir wissen. Es gibt dann noch immer 5 bis 10% noch obendrauf, die sehr kurzfristig anberaumt werden oder ähnlich. Das sind öffentliche Termine. Das sind also Leute, die Demonstrationen angemeldet haben oder zu Spaziergängen aufrufen oder zu Versammlungen nach Grundgesetz und das uns dann auch mitteilen. Das weiß dann natürlich auch die Polizei, wenn man es uns mitteilt und wir es drucken. Aber es geht ja darum, dass wir unsere Interessen zum Ausdruck bringen und nicht um Geheimversammlung. Dann sollte man es natürlich nicht in den Kalender schreiben. Aber und diese Liste ist ellenlang. Die nimmt also immer eine ganze Zeitungsseite, einen großen Berliner Format Zeitungsseite ein. In PT9 Schrift setzen wir das also von oben bis unten durch. Das heißt, das ist gigantisch. Es ist im ganzen Land und also jeder kann fußläufig am Wochenende und teils auch unter der Woche Versammlungen in Deutschland finden, Gleichgesinnte von kritischen Leuten, die sich auf einer demokratischen Basis versammeln. Das sind ganz unterschiedliche Leute mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen, aber ihr erstes Interesse ist, dass sie diese Perversion nicht mitmachen wollen oder sie nicht länger mitmachen wollen oder in Zukunft davon ausgehen, dass sie es nicht mehr mitmachen werden. Und das heißt, wir sind jetzt nicht den anderen Nationen, was den Protest angeht, irgendwie unterlegen. Wir waren sogar die Ersten in Deutschland im Jahr 2020 und dann auch gleich sehr groß. Als in Frankreich man noch dachte, also wir uns wunderten aus unserer Sicht, warum die ansonsten doch recht rüstigen Franzosen da noch so relativ wenig Widerstand formieren.
Inzwischen ist es gigantisch in Frankreich. Frankreich ist im Grunde kurz vor dem Umbruch. Das ist allerdings, was die Gelbwesten angeht, natürlich seit 10, 12, 14 Jahren circa der Fall. Aber das ist jetzt nochmal eine weitere Stufe. Und da ist auch eine Stufe erreicht, wo dann Franzosen wirklich, auch französische Polizisten, die Helme abnehmen und sagen, wir gehen jetzt mit den Demonstranten. Es muss einmal neu verhandelt werden. Es muss einen runden Tisch geben. Und die Franzosen kennen sich da ja zum Beispiel auch aus. Die gründen ja alle paar Jahrzehnte ihre Republik neu. Meines Wissensstands ist ja sozusagen die gaullistische Republik wurde dann ja abgelöst. Ich meine, 1944, 1954 circa, so die sechste Republik, die jetzt seither wird. Das glaube ich, so in etwa läuft das. Also, sie wollen eine siebte haben oder so quasi eine Verfassungserneuerung oder so eine Neufassung ihrer Nation auf Verfassungsgrundlage. Also, und das strebt die deutsche Demokratiebewegung ja auch an, um dann die Spaltung zu überwinden und dann über alle wichtigen Entscheidungen unserer Gesellschaft dann per Volksentscheid abzustimmen. Hast du eine Initiative hauptsächlich von Ralf Niemeyer ausgehend? Ist das so? Ralf Niemeyer spielt ja eine große Rolle, Ralf Böß spielt ja eine große Rolle und auch Henrik Sodenkamp und ich haben diesen Vorschlag gemacht. Dann natürlich zu erwähnen ist die Initiative Gemeinwohllobby. Jetzt fehlt mir gerade in der Sekunde der Name der sehr geschätzten Kollegin. Also es ist eine ganz große Anzahl an Leuten, die jeweils für sich und für die Leute diesen Vorschlag gemacht haben, dass sowas wie eine Verfassungserneuerung Sinn geben könnte, um diese Spaltung der Gesellschaft, also diese wirklich fundamentale Riss. Das sind ja Leute, die sich auf der Straße fast ans Leder gehen, Immer mehr, ob die Maske oder Aggression nicht. Also steigt und so. eine lächerliichte Frage. Es geht im Grunde, also es geht ja im Grunde um nichts. Und das scheint gewollt zu sein. Und dagegen wäre das Mittel eben dann zu sagen, naja, gut, wir sind jetzt in dieser Frage uneins oder auch müssen dann perspektivisch überwinden, dass man eben sagen kann, also wir hatten jetzt eine Phase, in der waren wir auch induziertermaßen, es also wurde auch und so mit uns gemacht, sind wir uns hier an die Wäsche gegangen oder haben uns in der Nachbarschaft zerstritten und so. Aber jetzt verständigen wir, also wir heben diesen Gegensatz auf einer höheren Ebene auf, verständigen uns für unsere Gesellschaft neu und zwar auf das Bewährte, das wäre das Grundgesetz, das auch eine hohe Akzeptanz hat als Text. Das ist einfach ein guter Verfassungstext, alles in allem, den kann man verbessern, vor allem den kann man ihn demokratischer fassen, so Volksentscheide in an grundlegenden Fragen. Das wäre so ein Angebot, das zum Beispiel Ralf Böß und wir auch mit formulieren auf unsere-verfassung.de. Aber das ist sozusagen auch noch ein Schritt zu weit. Zuvor geht es jetzt erstmal darum, eine öffentliche Diskussion darüber wieder in Gang zu bringen. Das schaffen wir auch, was es eigentlich mit diesem Corona-Regime auf sich hat, was uns hier eigentlich in unser aller Leben reingeknallt wurde, ohne uns zu fragen, ob wir das wollen, ohne uns da über für und wieder öffentlich diskutieren zu lassen mit den entscheidenden Stimmen der einen und der anderen Seite. Und dann den Leuten, also uns allen, die eigene Entscheidung zu lassen. Und genau Letzteres soll eben nicht passieren. Wir wurden im Grunde gekidnappt. Wir sollen irgendwo hingebracht werden. Und wir wissen nicht, wo das ist. Wir wissen nicht, wie es dort sein wird. Und das sollten Demokraten einfach niemals mit sich machen lassen. Dafür haben Demokraten gekämpft, dass genau das nicht gemacht wird. So diese Fürstenherrschaft nicht stattfinden kann, bei solchen Perversitäten wie, nennen wir mal das Recht der ersten Nacht und was das Fürstenvorrecht war. Also da kann sich dann hier jeder direkt dann ekeln, aber auch anderen Gemeinheiten, wollten einfach ihre Ernte abnehmen, Bauern und das wegkutschieren und so weiter. Leute einfach Sind sehr umsiedeln kreativ, ja. In diesem Sinne sind sie sehr kreativ. nach Gusto der Herrschenden, Ja. im Grunde auch Leute zu versklaven, das war auch eine Fürstenidee und so weiter. Also das haben Demokraten überwunden. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Französische Revolution. Die hat sozusagen gute Seiten und schlechte Seiten. Aber das sind die Werte, auf die wir uns da berufen. Damit ist sozusagen da wurde das Bürgertum erfunden, der Citoyen und die Citoyenne, also die für sich selber sprechen, die für sich selber die Entscheidung treffen können. Und wenn die Nein zu was sagen, dann gilt das auch. So. Dann können die anderen ja, können dann ja machen, was sie wollen. Für mich gilt das dann so und so konstituiert. Das heißt, eine demokratische Gesellschaft kann sich nur über das Ja konstituieren. Das heißt, wir müssen uns an einem gewissen Diskussionsstand dann auch miteinander so in Verständigung bringen, dass wir noch handlungsfähig bleiben. Aber das sind wir auch. Das beweist zum Beispiel auch die Demokratiebewegung. Wir müssen alle riesen Abstriche machen, um uns irgendwie dann miteinander zu verständigen. Aber die Form, in der wir tun, ist eben die Verfassungserneuerung. Ausgehend vom Menschenrecht
Und darauf bauen wir dann auf. Was mir an Frankreich allerdings aber aufgefallen ist, an den paar Videos, die ich gesehen habe, ist, dass die da doch ein bisschen herzhafter zur Sache gehen. Das heißt zum Beispiel auf Demonstrationen tatsächlich es mal schaffen, die Polizei zurückzudrängen. Dass sie auch eingreifen, wenn eine alte Frau zu Boden gerissen wird, während hier die Handys gezuckt werden, alle dokumentieren, aber trotzdem ist die alte Frau am Boden ganz alleine. Das scheint ein bisschen anders zu sein. Oder Bilder von Supermärkten, wo keiner mehr reingeht, weil auch die Geimpften sich solidarisieren, die wollen keinen Zwang haben. Das heißt, wir gehen dann da auch nicht rein, wenn nur dieser grüne Pass da notwendig ist. Nur damit können wir einkaufen, dann boykottieren wir das auch. Das ist eine Art Solidarität, die ich hier ein bisschen vermisse oder noch nicht sehe. Ja, das war tatsächlich im Jahr 2020 in Deutschland immer wieder überraschend, dass dann also von mehreren Seiten solche Übergriffe dokumentiert wurden, aber niemand gesagt hat, aber das könnt ihr einfach nicht machen. Ja. Also wir sind schlichtweg mehr. Mhm. Wir gucken doch hier nicht zu, wie eine Schwangere von der Berliner Polizei geprügelt wird. Mhm. Also 33. Einsatzhundertschaft war das in dem Fall. Mhm. Wir gucken da doch nicht, da guckt man doch nicht zu. Das ist ja unterlassene Hilfeleistung. Ja, das kann man so sehen. Ne? So. Man muss natürlich dazu sagen, dass in unserer Bewegung doch auffällig viele über 40, über 50-Jährige Mitglieder sind, während die Jugend, sagen wir mal, die kräftigen jungen Männer, noch nicht so am Start sind bei uns. Und die werden ja dann vonnöten, dass man die auch in die ersten Reihen ein bisschen positioniert, um sowas zu vermeiden. Also ich würde sagen, so, ich würde mich da nicht mehr so richtig gerne gegen so einen Kampfapparat, so eine Kampfmaschine stellen, wenn ich da weiß, ich bin ganz alleine. Also bei allem Respekt, aber viele von denen sind auch, ich sage es jetzt nochmal salopp, auch ziemlich versoffene Typen. Also das hat auch Gründe, warum die ausgerechnet in solchen Einsatzhundertschaften dann gelandet sind. Da mag es auch ganz feine Charaktere geben, Kerle geben, die auch. Aber viele von denen sind eben weder geistig noch physisch jetzt übermäßig fit. Die haben nur irgendwie diese riesige Robocop-Uniform da an. Und so ein paar Sachen am Gürtel. Und jetzt kann man auch niemanden dazu auffordern, also hier gewalttätig zu werden. Das muss man wir sprechen ja schon entscheiden. Es geht jetzt hier um einen Moment von unterlassener Hilfeleistung und Notwehr. Oder auch um einen Volkswillen. Also einen Moment, wo dann einfach das Volk auch sagt, nee, das könnt ihr jetzt einfach nicht mit uns machen. Also das deutliche Signale. Dafür bezahlen wir euch nicht, dass ihr irgendwie hier Schwangere verprügelt, die Zwölfjährige auf den Asphalt prügelt und so weiter. Das macht ja, also das sieht auch jeder ein. Ja. Das wissen die Polizisten sogar in dem Moment selber. Die sind nur in Berlin hier zumal dann teils die Einsatzhundertschaft betreffen, wohl wirklich wahrscheinlich unter Drogen gesetzt oder so aufgeheizt, aufgehetzt und intern so bedroht, dass die irgendwie rot sehen und auch rot sehen sollen. Wir hatten ja auch am 1. August, da waren sie auch relativ ohnmächtig und ich denke, das sorgt dann auch für Frust, wenn sie hin und her geschickt werden durch die halbe Stadt und irgendwo Zugriff bekommen. Immer wieder den Menschen ausweichen, intelligenterweise Nebenstraßen benutzen, sich spalten, sich aufspalten und doch wieder zusammenkommen. Da hatten sie es ein bisschen schwer. Und da hatte ich manchmal den Eindruck, greifen sie sich dann doch irgendwo mal irgendwelche, vielleicht am Nachmittag, am Abend, irgendwelche Grüppchen raus, wo sie sich dann auch mal auslassen können. Das hat dann was mit Hormonen zu tun, vielleicht mit einem Triebstau, ich weiß es nicht. Ja. Das haben wir hier erlebt. Aber wir waren, bitte. Also man muss dazu sagen, dass die Demokratiebewegung, die entstanden ist, aus der Friedensbewegung, aus der Freiheit, also aus einer neuen Freiheitsbewegung, aus der Umweltbewegung, eben das ganz wichtig war, auch eben auf keinen Fall gewalttätig zu werden ihrerseits. Also wir sind keine Gewalttäter, wir sind en gros auch überhaupt keine demoerfahrenen Leute, ich übrigens auch nicht, besonders. Also wir haben damit einfach nicht so viel am Hut. Wir wollen nicht gegen die Polizei agieren und gegen unsere Institutionen, die wir ja tragen, sind unseretwegen da und ohne Gründungen von uns und werden getragen von uns. Und wir wollen das nur in eine sinnvolle Richtung lenken. Der Ausdruck, der uns qua Menschenrecht, qua Grundgesetz und so weiter zugestanden wird, ist eben die Demonstration. Die muss auch im Zweifelsfall nicht angemeldet werden und so weiter. Wenn dann so etwas geschieht, machen es die Engländer zum Beispiel jetzt seit Anfang 2021 so. Also in England ist die Demokratiebewegung 2020 sehr still und wenn, dann wurden sie quasi, war das eine sehr schwierige Situation in England. Jetzt hat sich das Blatt etwas gewendet. Dort kann also frei demonstriert werden und damit wird auch etwas erreicht übrigens. Also in England, in Dänemark und so weiter sieht man, es wird mit diesen Demonstrationen etwas erreicht und die Polizei und die Politik hat durchaus Angst vor dem Volk und die wissen, dass ab einem gewissen Punkt, das wird niemals gut für uns ausgehen. Das wissen die inzwischen auch und jetzt müssen wir denen eben auch die Angst nehmen, dass wenn sie jetzt umkehren oder wenn sie jetzt quasi den Helm abnehmen und sagen,
ich gehe nach Hause, das ist übrigens eine gute Idee. Also sich einfach krank melden, ja. Dazu gibt es ja jetzt auch im Moment immer einen guten Anlass, dann als Polizist auch mal nicht zum Dienst zu erscheinen, zu sagen, es geht hier die ganze Zeit um Krankheit, ich bin jetzt auch mal krank. Mhm. Das würde auch wir, die wir diese Leute bezahlen, würden dann sagen, ja, klar, ist sehr verständlich. Ja. Bleib einfach mal da, wo du bist und wo du wirklich gebraucht wirst, dann vielleicht bei den Kindern und so weiter. Also das zum einen oder eben die Remonstrationspflicht. Gut, das haben wir jetzt anderthalb Jahre lang alles durchzitiert und jeder, der sich jetzt entscheidet, sagen, also Pflichterfüllung in die eine oder andere Richtung, Pflichterfüllung für mich bisher eben so aus, dass ich eben den Befehlen zu gehorchen habe. Und das ist ja übrigens zum gewissen Grad auch verständlich. Und wenn ich das Chaos ausbricht und so die Chaos eindämmende Kraft ist eben dann die Regierung. Mhm. Und dann ist man, muss, wenn man im Krisenfall ja auch seinen Mann stehen. Und das muss schnell gehen. Und dann hinterfragt man auch nicht, dann macht man das nicht. Genau, und dann helfen ja die Konzerne und Regierungsmedien auch ordentlich mit, irgendwie zu sagen, ja, auch diese Oma und diese Schwangere, diese Kinder, diese Familien, diese Männer, die sind ja irgendwie alle total verkehrt, das sind irgendwie alles Rechte. Und waren aggressiv. Ja, die sind fürchterlich aggressiv und so weiter. Und dann ist man vielleicht auch so trainiert, dass man sagt, ja, genau, auf die drauf zu hauen, das habe ich ja nun auch jahrelang jetzt geübt. Und meistens war ja nicht so viel zu tun. Also Bereitschaftspolizei heißt ja deswegen auch Bereitschaft, weil sie im Grunde ja in aller Regel jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, sondern nur für solche Momente dann irgendwie dann rausgeschickt wird in solchen Momenten. Ja. Und dann will man ja zeigen, was man kann. So, da kann man nur sagen, das habt ihr jetzt gemacht und das war jetzt wirklich sehr unschön und jetzt lasst es halt einfach bleiben, weil wir werden nicht verschwinden. Ja. Wir werden nicht weniger, im Gegenteil, wir erleben, dass wir immer mehr werden. Und Verzeih, ein bisschen lange Ausführungen, aber es gab zum Beispiel noch eine Situation, die fand ich gut, also jetzt zum Thema, wie kann man denn gewaltfrei sowas beenden, wenn da so ein einzelner Polizist oder auch eine ganze Gruppe mal wieder durchdreht. Und zwar in England machen es die Demokraten inzwischen so, dass sie sich um diese Situation aufbauen und quasi die Polizei gegen einkesseln. Aber auch nicht so, dass die sich total bedroht fühlen, sondern indem die dann zum Beispiel Sprechchöre machen. Let them free, also lass sie frei, lass sie frei. Also als man schon mal wieder irgendwie eine Frau abgeführt werden sollte. So. Oder auch Redner. Also es gibt ja auch zum Beispiel Redner wie Piers Corbyn, der steigt irgendwo auf einen Brunnen, wo eine Demonstration stattfindet und dann kommt schon einer, ein Polizist und will ihn dann da abräumen. Mhm. Also wirklich wie in Hongkong oder so Zustände. Und das akzeptieren die Demokraten in England inzwischen einfach nicht mehr. Die stellen sich dann darum auf und lassen die Polizei dann nicht mehr raus und sagen denen, also die einen machen die Sprechchöre, die anderen gehen hin und sagen, also wir wollen hier keinen Widerstand gegen die Staatsgewalt machen, wir stehen hier nur außen rum. Wir kommen ja auch nicht weg und jetzt lassen Sie den bitte einfach frei und hier sprechen. Wir bezahlen also auch immer wieder, wir bezahlen Sie einfach nicht dafür, dass Sie solche Sachen machen, im Auftrag von Konzernen und im Auftrag auch von Regierungsvertretern, die für sowas einfach nicht, also einfach nicht das Mandat haben. Mhm. Die haben keine Legitimität, solche Sachen machen zu lassen. Die ist schlichtweg nicht da. Da kann man eigentlich auch kaum drüber streiten. So, das ist schlichtweg nicht da und lassen Sie die jetzt frei. Und das funktioniert in England inzwischen auch. Also die Polizei macht das nicht mehr mit. Die wissen, sie kommen damit nicht durch, irgendwie einzelne Leute anzugreifen oder einfach aus den Demonstrationen rauszuzerren und so, weil die Gruppe sofort da ist. Und also für jeden einzelnen Polizisten bedeutet es dann einen Riesenstress, sobald die das versuchen. Und das halte ich für eine gute Idee. Das klingt nach einer guten Idee. Wir haben jetzt ganz viel über die Straße geredet. Das heißt, auch am 28. und 29. werden wir wieder raus auf die Straße gehen. Vielleicht nach einer ähnlichen Taktik, Vorgehensweise wie am 1. August. Dezentral, von vielen Richtungen kommend. Vielleicht nicht unbedingt so sehr mit offenen Karten spielen, dass sich dann auch alle darauf einstellen können. Vielleicht machen wir das wieder so ein bisschen intelligenter. Das ist alles so die Straße betreffend. Was kann man sonst noch tun? Ich meine, wie regelt man sein Privatleben? Was sind unsere Chancen? Uns zu vernetzen, uns zu verbünden, alternative Strukturen aufzubauen, wäre das ein sinnvoller Weg? Unbedingt. Also diese Dezentralität, davon halte ich einfach viel. Mhm. Das ist schon auch richtig, dass wir uns verständigen. Dafür haben wir aber Mittel, die uns das so einfach ermöglichen wie nie zuvor. Mhm. Das heißt, wir müssen nicht alle in einer Partei oder in einer Organisation oder in einem Bundesverband des Widerstands oder so organisiert sein. Wir müssen auch nicht nur eine einzige Zeitung lesen oder so. Also das betrifft auch meine eigenen Sachen. Mhm. Das ist alles schon richtig, dass wir uns verteilen, dass wir uns auf verschiedene Dächer unterschlüpfen können und dass wir damit auch unangreifbar werden. Und was mit uns gemacht wird, ist ja der Versuch, uns in einem
Clusterkrieg aufzureiben und mit einer Salamitaktik sozusagen auseinanderzutreiben und aufzureiben und wegzukriegen. Und am Ende dann sozusagen alle mit diesem experimentellen Impfstoff durchzuimpfen. Und auch das würde nicht das Ende sein. Und auf der anderen Seite kommt auch nicht das Paradies oder so. Da kommt nichts Besseres, und das sind deren Maßnahmen, und das Bessere müssten wir schon selber schaffen und uns darüber neu verständigen. Und dieses Glück, meine ich, liegt auch nicht nur im Rückzug ins Private, das machen leider viele, dass sie sich in ihre Ferienhäuser zurückziehen oder sagen, ja, ich will jetzt auswandern, sonst hätte ich jetzt keiner mehr aus. Auswandern gibt es große Bewegungen, Ströme. Sind auch schon Hunderttausende, sind wirklich schon viele leider weg. Aber die sind nicht für immer weg, sondern sogar auch vor dem 1. August sind die zurückgekommen, um für ihr Land, ihre Gesellschaft hier zu. Es ist auch kein einfacher Schritt, das ist ja auch allen klar. Ne? Ja. Man kann sich dann besser reinversetzen in Asylsuchende und in Menschen, die ihr Heimatland verlassen, und sich auch reinversetzen, dass sie das vielleicht auch nicht mal gerne machen. Ja. Und dass es die letzte Möglichkeit ist, wenn man bedroht ist, im Regelfall. Ein gutes Wort. Und diese Dezentralität ergibt Sinn. Wir sehen uns ja auch nicht nur bei den Demonstrationen, sondern wir haben Kontakte, und also wir bauen diese Strukturen schon auf. Wir machen auf jeden Fall eine Band noch mit Henrik, auf jeden Fall am Klavier. Von mir aus gerne, wenn man mehr Zeit ist. Also würde ich gerne auch mal wieder Musik machen, weil ihr seid wirklich guter Musiker, muss man dazu sagen. Also wir haben ja wirklich gute Strukturen, wir haben sehr fähige Leute, wir nehmen auch Leute mit, die irgendwie nicht mehr so können und so weiter. Wir haben sehr viele junge Leute dabei, eine ganze Anzahl an Älteren. Also wir sind die Gesellschaft, wir sind auch die Mitte der Gesellschaft, wir sind auch die Ränder in dem Sinne, dass wir sozusagen ja nicht alle jetzt genau normiert die Mitte oder so sind, aber im Schnitt sind wir exakt die Mitte unserer Gesellschaft. Ja. Und das heißt, wir können auch alles. Mhm. Es gibt im Grunde nichts, was wir nicht könnten oder so uns erarbeiten könnten. Zum guten Leben dazugehört zum Beispiel. Ja. Ne? So, insofern ist auch alles da, und wir sind aber Millionen in unserem eigenen Land, und wir werden immer mehr. Das heißt, es ist auch wer einfach nur soziale Sicherheit und Deckung und Schutz sucht und mit einfach einigermaßen freundlichen Leuten zusammen sein will, die einem jetzt irgendwie nicht zu Leide tun, sondern einen eher sogar mitnehmen, einen unterstützen, einen durchfüttern, auch wenn es sein muss, dann ist man bei uns viel sicherer als bei einer vollkommen unklaren Machtkonstellation und einem Staat, der ja im Grunde nichts selber produzieren kann, jetzt in dieser Situation. Und Konzernen, die im Grunde ja auch nichts Nützliches herstellen, also sozusagen sekundär Nützliches mehr herstellen. Das könnte noch eine Ordnung relevant sein. Das könnte noch vielleicht mal eine Perspektive sein für Menschen, die dann vom System abgehängt werden, dass sie schon auf bestehende Strukturen treffen, dort aufgenommen werden können. Das heißt, wenn wir jetzt in diese Zeit auch nebenbei nutzen, uns zu vernetzen, Strukturen aufzubauen, dann ist es ja auch wieder eine Art Auffangbecken für Menschen, die dann merken, dass sie hier doch extrem im Stich gelassen werden und dass das System vielleicht doch nicht so menschenfreundlich und besorgt ist, wie es vorgibt zu sein. Und das ist eine große Chance, wenn dann schon Strukturen da sind. Ich denke zum Beispiel an Schulprojekte, die hier wie Pilze aus dem Boden schießen, Leute, die sich Tag und Nacht hinsetzen und was auf die Beine stellen, um die Kinder aus den staatlichen Schulen zu kriegen. Das ist ja eines der Hauptprobleme hier, die Schulpflicht in diesem Land. Und damit so die Geißelung sozusagen, das ist ja Erpressung, was wir hier haben. Ihr müsst zur Schule gehen, aber unter unseren Bedingungen. Und ja, das ist noch ein anderes Thema. Genau, ich denke, das sind gute Möglichkeiten, die wir haben auch. Wir müssen ja auch nicht eingleisig fahren. Man kann auf die Straße gehen und trotzdem im privaten Bereich ganz viel aufbauen, sich vernetzen, vielschichtig denken. Ja, so ist es. Und es gibt eben eine ganze Anzahl an Organisationen bereits. Eltern stehen auf, wäre eine. Zur Schulpflicht würde ich noch gerne anfügen. Meines Erachtens ist sozusagen ein Schulsystem, das allen zugänglich ist, schon sinnvoll. Es sollte nur dann eben auch in einer Art und Weise durchgeführt werden, dass wir unsere Kinder da auch gerne hinschicken oder zumindest nichts dagegen haben. Wir müssen nicht an jedem einzelnen Schultag das toll finden. Das gilt übrigens auch für die Schüler. Ja. Ein bisschen ist es auch, muss man sich auch ein bisschen anpassen und so. Das ist einfach so in der Gesellschaft. Aber im Moment macht der Staat ja etwas mit unseren Schulen, das absolut nicht im Sinne von Kindern ist. Nicht im Sinne der Lehrer, nicht im Sinne der Entität Schule. An der haben wir uns, glaube ich, alle auch immer ein bisschen abgequält. Die kann auch verbessert werden, aber die kann nicht auf so eine Art und Weise einfach kaputt gemacht werden. Und in so einer Situation muss man dann eben dann einfach sagen,
Dann zur Not machen wir es dann einfach selber, bis wir dann in der Lage sind, wieder vernünftige Strukturen auch für unser Land Ja. dann bereitzustellen. Das meinte Herr Hüther ja auch. Ne? Ja. Das meinte Herr Hüther auch. Es ist toll mit den Alternativprojekten, aber im Grunde genommen sind die staatlichen Schulen unsere Schulen und eigentlich auch dazu da und werden auch finanziert, um uns zu dienen, unseren Kindern zu dienen. Wir haben ja hier die große Umkehrung. Das heißt, es betrifft letzten Endes ja auch die Regierung. Die ist von uns gewählt, um für uns da zu sein, um für alle Menschen in diesem Lande zu sorgen und die Lebensgrundlagen zu sichern. Das ist eigentlich, denke ich mal, die Bedeutung von der Regierung. Und nicht die Bürger mit Repressalien zu überschütten, zu beherrschen, zu kontrollieren. Das müssten vielleicht die Menschen wieder ein bisschen mehr erkennen. Wir haben die große Demonstration am 28. und 29. vor Ja. der Nase. Da freue ich mich sehr drauf. Ich denke so, vielleicht kommen ja auch viele Menschen, die die Maßnahmen größtenteils vielleicht auch getragen haben oder sich haben impfen lassen. Ich habe so gedacht, muss es denn ein Widerspruch sein? Weil es geht ja hier um Freiheit der Meinungsäußerung, Freiheit der Wahl, der körperlichen Unversehrtheit. Diese Geschichten, die dürften ja durchaus auch von geimpften Menschen vertreten werden. Insofern sind Sie auch eingeladen, herzlich willkommen, entweder bei uns in unseren Reihen mit auf unsere Veranstaltung zu kommen. Wenn Ihnen das dann eventuell, ja, wenn Sie da irgendwelche Vorurteile haben, dann können Sie natürlich auch Ihre eigene Veranstaltung machen. Wichtig ist, dass wir alle zusammen Zeichen setzen für Meinungsfreiheit, Demokratie, gegen Diktatur. Das betrifft nicht nur unsere Kreise, das können alle machen. Alle, die im Herzen das noch fühlen, dass das wichtig ist. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte mich impfen lassen, aber ich möchte nicht, dass mein Nachbar gezwungen wird, das Gleiche zu tun. Diese Menschengruppe gibt es ja auch noch, Ja, ne? Nicht, dass man das vergisst. die gibt es tatsächlich, die gibt es auch von Anfang an. Es gibt durchaus auch noch vernünftige Parteimitglieder irgendwo, die noch aus Traditionsbewusstsein oder so irgendwo mit dranhängen, oder wirklich Gewerkschafter, die da irgendwie Mitglied sind, weil sie für ihre eigenen Interessen oder die andere Angestellte eintreten und so weiter. Und da gibt es von Anfang an Leute, die uns sagen, naja, irgendwie ihr übertreibt mir ein bisschen arg oder ich sehe es einfach noch nicht so schlimm, als so drastisch an. Aber mir ist wichtig, dass ihr das auch machen könnt. Die gibt es sogar aus, gab es sogar in meinem Fall aus den Mainstream-Medien raus, also noch drei, vier Leute, die da ermöglicht haben, irgendwas anderes, eine neue Zeitung zu gründen und zu drucken. Also auch erheblich das erstmal sozusagen indirekt gestützt haben. Wobei so erheblich ist auch nicht, muss man sagen. Also, aber zumindest diese Leute gibt es und von denen kommen immer mehr aktiv zu uns rüber. Und tatsächlich gibt es Geimpfte, die sagen, eben wie vorhin angemerkt, also nee, mit der dritten Impfung, jetzt wird's mir zu spooky. Also da mache ich nicht mehr mit. Und was ist das Zeug eigentlich? Kann ich es wieder loswerden? Und die jetzt zu uns kommen. In England übrigens auch schon viel verbreiteter. In England hat die Demokratiebewegung jetzt in diesem Jahr 2021 doch um einiges leichter, weil dort dann dieser absolut abstruse Nazi-Vorwurf nicht so greift. Der greift, sollte hier im Grunde auch nicht greifen, aber sozusagen, wenn jemand also sozusagen wenn wir hier mit dem Hitler triggert, dann ist sozusagen hab Acht und kriegen Angst und hören die schiefen Geigen spielen und dann, nein, dazu will man ja nicht gehören. Und oh Gott, und das wirkt dann irgendwie doch so durch. Das ist deutschlandspezifisch dann so. Das ist sehr spezifisch und sowas haben die in dieser Form da einfach nicht so. Und deswegen gibt es da viel mehr auch durch die Pappkultur. Papp bedeutet Public House, öffentliches Haus, das so alle vermisst haben. Dann wurden sie auch, haben sie auch bemerkt, dass sie da absichtlich nicht mehr zum Diskutieren eingeladen waren, was dieses Distanzgebot bedeutet, so, wir isolieren euch voneinander. Und da läuft es ein bisschen einfacher, dass Leute einfach mal miteinander reden, die ja zuvor auch miteinander reden. Der eine war irgendwie in der Partei, der andere war in keiner Partei. Und jetzt hat er irgendwie hier irgendwie den Befehl gekriegt, obwohl er ja Mitgliedsbeiträge für seine, sorry, blöde Partei zahlt. Aber irgendwie wurde er dann zugeschwemmt mit so, ja, das müssten wir jetzt machen aus Tradition, aus Christlichkeit oder weil wir doch Linke sind oder irgendwie was dann auch immer so als Imperativ greift, das höhere Ziel. Ja, warum man jetzt ausgerechnet das tun soll, was die Mächtigen von einem wollen. So lief das dann eben jetzt eine Zeit und dort kommen die viel leichter schon wieder zusammen. Und das wäre auch wichtig, dass wir das hier dann jetzt auch hinbekommen. Ja, ich träume von einer Art Fotoserie, vielleicht mit Plakaten, wo ein Mensch sagt, ich bin geimpft, ich bin nicht geimpft, wir sind Freunde, wir haben uns im Ja. Arm. Das wäre auch ein tolles Signal, was vielleicht wirklich angesagt wäre, um natürlich diese Spaltung, die gewollte Spaltung hier zu untergraben, zu unterwandern und außer Kraft zu setzen letztlich, weil wir sind alle Menschen, Schwestern und Brüder, das darf man nicht vergessen und kommen aus einer Quelle, wenn man so Ja, sagen kann. unbedingt. Also das ist so der Fall. Wir sind auf jeden Fall
eine Spezies, wir sind Menschen. Und es gibt im Grunde ja relativ wenig Anlass, dass wir uns gegenseitig die Rüben einschlagen. Also dieses biblische Motiv dient da ja auch zur Mahnung. Im Grunde sind sich da alle religiösen Texte jetzt mit dem Hinduismus hier hinter, ich meine, die kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber es ist auch eine respektable Religion. Aber im Grunde aller Schriftreligionen, da ist es der Kern, dass man sich verständigen sollte und eben genau so etwas nicht mit sich machen lassen sollte. All das wird in allen drei Schriftreligionen als quasi das Teuflische gebrannt. Also so als Vorstellungsprinzip, das Teuflische wird ja auch gemacht quasi in der menschlichen Welt. Das kommt ja jetzt irgendwie nicht wie ein Meteorit vom Himmel gefallen. Und die Welt geht auch nicht morgen unter. Also Klimawandel in oder her. Das ist auch wichtig, dass wir um solche Fragen kümmern und sie auch ganz Natürlich. realistisch einschätzen und dann auch realistisch bearbeiten. Aber trotzdem ist es für niemanden die Berechtigung, so zu handeln. Selbst wenn es darum ginge, die ganze Menschheit, das ist ja unserem Co-Herausgeber von der Wochenzeit dem Demokratischen Widerstand auch so wichtig von Anfang an, selbst wenn morgen die Welt unterginge, auch dann wären wir dazu angehalten, uns noch anständig miteinander ins Benehmen zu setzen und zu verhalten. Denn also wenn schon alles zu Ende geht, dann lasst uns doch das feiern, was eben die erste menschliche Qualität eben ist, dass wir uns miteinander verständigen können, dass wir die Welt erkennen können, dass wir der Welt Namen geben können, dass wir Dinge in Verhältnisse setzen können, und dass wir versuchen können, die Verhältnisse zu objektivieren, so ein ernsthaftes Verständnis von der Welt zu erlangen. Und sozusagen nicht alles als ein Brei, in dem wir instinktgeladen herumhetzen, wahrnehmen, wie es für zumindest sehr viele Tiere der Fall ist, die sozusagen so die Welt eben dann wahrscheinlich doch wahrnehmen. Und also diese menschliche Qualität wirklich zum Leuchten zu bringen und die Verständigung und ja, die menschliche Würde, die wir jedem einzelnen Individuum zuschreiben, die zu feiern und nicht sozusagen das zum Anlass zu nehmen, das alles auszuwichsen, als wäre das so ein Feiertagsprogramm. Das war es eben nicht. Es war die Lehre daraus, dass solche Sachen eben schon mal geschehen sind, die ich Faschismus nennen würde. Andere würden es irgendwie die schlimmen Seiten des Sozialismus nennen und so weiter. Das spielt in der Rolle, das ist so, in der Situation ist auch gar nicht so eine große Rolle. Es ist einfach etwas Schreckliches, das da auf uns zutritt. Und die gute Nachricht, die wir ja bei allem haben, das können wir inzwischen wirklich elaborieren, einfach sagen, der Virus ist nicht so gefährlich, dass wir vor dem jetzt die größte Angst haben müssen. Ich glaube, das hat sich mittlerweile schon doch einigermaßen durchgesetzt, wenn es auch nicht mal ausgesprochen wird. Lassen sich die meisten Menschen ja nur impfen, um ihre Freiheiten wieder zu erlangen, um im Endeffekt ein bequemes Leben zu haben und wieder partizipieren zu können, weil es ja eben anstrengend ist, an allem nicht teilhaben zu können. Da fehlt dann noch so ein bisschen der übergeordnete Gedanke, wenn wir das dann alle nicht täten, wären wir ganz viele und dann wäre die Sache eigentlich dann auch dauerhaft für immer beendet. Das wäre schön, wenn sich dieser Gedanke ein bisschen durchsetzen würde. Ganz kurz noch die Frage, da ich ja hier einen Medienprofi mal bei mir habe und jemand, der sich in der Journalistenwelt gut auskennt. Was ist mit der Bild-Zeitung los? Sind Sie jetzt Querdenker geworden? Viele Menschen haben es schwierig, dies einzuordnen, inklusive meiner selbst. Was ist denn da los? False Flag oder meine ich es wirklich so? Also erstmal ist es doch gut, dass ein paar andere Inhalte jetzt mal transportiert werden. Das besorgt gerade die Bild-Zeitung wirklich konstant. Ein paar andere Zeitungen ist auch manchmal Fokus Durchaus. ab und zu Die mal. Berliner Zeitung Ja, ist in genau. Berlin auch erwähnenswert. Also wo tatsächlich mal andere Nachrichten drin vorkommen. Ein bisschen der Versuch, ein bisschen fairer mit dem ganzen Ding umzugehen. Fokus immer mal wieder. Gut, die Bild-Zeitung, das scheint jetzt so ein Durchbruch zu sein. Ich kann dazu nur aus der eigenen Erfahrung sagen, also der Chefredakteur Julian Reichelt hat mich zum Beispiel im April 2020 in einer großen Seite, drei war es glaube ich, in der Bild-Zeitung als russischer Agent bezeichnet und dann mit so einem ganz unvorteilhaften Foto dazu und so. Ich habe damals darüber nur gelacht. Aber allerdings muss man sagen, in den 60er Jahren hätte es vielleicht wirklich dazu gehört, dass mir beim Bäcker irgendwie die Rübe eingehauen Ganz worden wäre, genau. so ein Staatsfeind oder Ja, der irgendwas. letzte Dutschke, ganz genau. Das zum Glück, also auch die engstirnigsten Bildleser wissen, glaube ich, inzwischen, dass man das, was in der Bild steht, nicht ernst nehmen kann. Und das sowieso das nicht ein Befehl ist, was in großen Medienbetrieben gesagt wird. Aber trotzdem, das war doch eine erhebliche Beleidigung.
Und deswegen würde ich sagen, also das ist ein langer Weg dahin, den jetzt Julian Reichelt zurückgelegt hat. Es gab zwischendurch einen erheblichen Eigentümerwechsel in der Eigentümerstruktur der Bild-Zeitung. Seither hat sich etwas geändert. Die Bild-Zeitung ist seit längerer Zeit also auf dem absteigenden Ast und ich nehme mal an, dass sich das in der Corona-Zeit auch noch verstärkt hat. Und es ist eben so, dass in der Leserschaft der Bild-Zeitung sind ganz viele bei uns. Und das sind ja auch ganz unterschiedliche Leute. Also ich habe die Bild am Sonntag immer mal wieder gekauft, weil ich mich für Fußball interessiere und da kriegt man halt einfach schnell die Fußballergebnisse einfach kurz mal unter Das war die aber sehr Tabelle. verlockend, ja, das stimmt. Jetzt mit dem System, wo man es auch auf dem Smartphone hat, ist das nicht mehr ganz so, da kann man es auch so abrufen, aber bis vor 10 Jahren spielt das eine große Rolle. Es ist eine ganz unterschiedliche Leserschaft und die muss irgendwie bedient werden als Massenblatt. Vermutlich wollen sie von uns nicht überholt werden. Also das zeigt eher, glaube ich, was so eine ökonomische Dringlichkeit bei denen auch bedeutet, dass sie jetzt endlich mal den Kurs ändern müssen. Wie haltbar das ist, weiß ich nicht. Zumal Julian Reichelt in seinen Kommentaren, der macht es ja einfach selber, weil die anderen Redakteure trauen sich da ja offenbar auch nicht so richtig. Mir scheint es ein Testballon zu sein und bei den entscheidenden Punkten ist es ja so, dass Julian Reichelt dann eben doch nicht ganz durchgeht. Also wenn es zum Beispiel ums Impfen geht, da macht er dann ja dann doch wieder den Bogen zurück und ist irgendwie doch auf Regimelinie. Also das ist ein ganz seltsamer Schlingerkurs. Und wenn man das wirklich im Detail dann liest und nachvollzieht, und am Ende könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass das eine Arbeitsteilung ist. Also die einen Blätter machen das. Da ist dann einfach so die Behauptung, ja, die feineren Leute, wird dann ja so getan, als wären die dann bei der FAZ oder bei der Taz, glaube ich, finden sich auch viele auf ihre Art, also sehr, sehr fein und moralisch integer. Die machen das dann so. Und bei der schmutzigen Bild-Zeitung mit den großen Buchstaben vorne drauf Das ist der Pöbel. und der Zeitung, die man im Bauwagen irgendwie auch nochmal der Zeitung, die man im Bauwagen dann auch An die nochmal Wand pinnt. an die Wand pinnt oder in den Locker-Room irgendwie aufhängt, da kann man es natürlich richtig krachen lassen. Ja, das Volk ist halt auch ein bisschen blöd und so. Die sind derbe, das ist der Stammtisch, ja, aber drum kümmern muss man sich dann einfach nicht. Das könnte ich mir, so würde ich es mir jetzt Das zusammenreimen. könnte sein, dass man zum Beispiel sagt, Bild hat einen bestimmten Ruf und ja, vielleicht auch für die Masse, ja, guck mal, wer solche Gedanken hat, der ist ja hier Bildleser, Prolet, Pöbel, irgendwas, sehr einfacher Mensch. Möglicherweise. Dennoch bin ich über jedes wahre Wort dankbar, egal von wem es kommt, Ja, weil richtig. es, auch wenn es nur in einem Artikel steht, aber ich fand es, Entschuldigung, wichtig, dass ich bei den Kindern entschuldigt wird. Wie glaubwürdig diese Entschuldigung war, kann ich nicht beurteilen. Es waren auf jeden Fall Sätze, die getroffen haben, die gut waren in der Sache und es war schön. Ein gewisses Befreiungsgefühl, dass diese Worte hier in Deutschland nochmal irgendwo in der Zeitung stehen, außer in eurer Zeitung natürlich. Aber auch so in diesen Mainstream-Medien mal zu finden sind. Anselm, wir sind so langsam am Schluss angekommen. Herzlichen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Wohnzimmer-Talk mit Ali Wagner.